Hallo ihr Lieben und willkommen zurück zu den Mystery Tales durch ihre Augen. Ich denke, hier sind wir erstmal fertig. Ich guck mal draußen. Hier, die Krähe. Kannst du damit was anfangen? Nee, nicht so wirklich. Okay, gut. Aber wir hatten hier noch mehr zu gucken. Ne? Da oben zum Beispiel. Police, do not cross. Oh, okay, gut. Hier kommt das rein. Aha. Katsching. Interessantes Schloss. Jetzt kann ich weitergehen. Na, dann machen wir das doch mal. Gut, okay. Hier ist Freya nach dem Streit mit ihrer Mutter hingelaufen. Okay, brauchen wir die Brille? Das ist es also. Freya hat den Verbrecher erkannt. Deshalb hat er sie umgebracht. Oioioi, okay, also für Freya können wir nichts mehr tun, aber für jemand anderen vielleicht. Das ist erstmal eine Akte. Sehr gut. Okay, und hier haben wir kein Gedöns. Foto 1 von 6, Kamelienobjekte. Den Zipper nehmen wir mit. Sehr gut. Es ist zu dunkel, um etwas zu erkennen. Dafür haben wir doch die Lampe dabei. Guck mal. Ah, cool. Ich komme nicht da unten ran, aber vielleicht mit der Zange. Nein, leider nicht mit der Zange. Dafür müssen wir das Netz erst reparieren. Na, na gut, okay. Wir sehen uns weiter um. Was ist das hier? Okay. Die Hälfte des Vogels fehlt. Wo ist er nur hin? Hier haben wir auch noch was. Meine Güte, da ist ja die Hälfte des Vogels. Ohne Hilfe komme ich da nicht dran. Hier vielleicht mit der Zange? Nein. Okay, warte, wo war der Vogel? Hier war der Vogel. Da ist der Vogel. Yes! Wimmelbild. Yay! Okay, Gegenstandsliste. Oh Mann, hier haben sie sich auch echt Mühe gegeben, verschiedene Wimmelbildmöglichkeiten einzubringen. Okay, also hier Schatten finden, wie zum Beispiel das da. Und wir müssen zwei davon finden. Da ist auch noch was. Okay. Ah, und dann taucht das auf. Taschenlampe. Ja, cool, gefällt mir. So, hier. Dich muss ich finden und noch jemanden. Deine Partnerin oder deinen Partner oder da oben. So. Zwei Sprühflaschen sollen wir finden. Da ist die erste und die zweite. Und dann noch zwei Chains. Da ist die erste und da ist die zweite. Jetzt geht's los hier. Schaufel, Schlauch und Flasche. Schaufel, Schaufel. Die Schaufel könnte ich sehr gut gebrauchen. Schlauch und irgendwas ist hier noch. Rasenmäher, Maske, Eimer mit Wasser. Eimer mit Wasser. Wo ist denn hier eine Wasserquelle? Nee, das ist es nicht. Wo gibt's denn hier Wasser? Hä? Sehe ich nicht. Oh, okay, das geht auch. Ich dachte, die Gießkanne wäre. Na, ist egal. So, Flasche, Glühbirne, Gartenschere und Schnecke. Schnecke habe ich schon gesehen. Da. Ist das die Glühbirne? Ja. Was ist das denn? Maske, Seil, Rasenmäher. Kommst du da dran? Nee. Das sieht irgendwie wie so ein Deckel aus, oder? Da oben vielleicht? Oh, hier. Okay. Aber was war das? Mist, jetzt habe ich nicht aufgepasst. Flasche Gartenschere. Das hier ist für den Rasenmäher. Sehr gut. Immer noch Flasche und Gartenschere. Ich komme nicht da drauf. So, hier muss ich irgendwie ran. Da ist das eine und die Gartenschere ist genau hier. Halt, nein. Ah. Okay, das ist cool. Zwerg, Gartenschere. So, jetzt aber. Und das Seil, wo bist du versteckt? Irgendwo hinter dem Efeu. Nee, nicht hier auch nicht. Wo ist das? Da oben ist das Seil. Ah, okay. Cool. Schließe was? Drei Wimmelbildspiele ohne Tipp ab. Ich freue mich auch. Keine falschen Klicks. Na, das will ich nicht so oft erreichen, du. Was haben wir denn hier? Igittich, wenn ich wirklich in den nassen Blättern herumwühlen, aber vielleicht mit den Handschuhen, dann geht's. Okay, irgendwas Interessantes. Oh, und wie? Was ist das? Wer das wohl verloren hat? Ein Symbol, das Symbol des Täters? Was? Ich komme nicht an den Knopf ran. Aber vielleicht geht's mit der Zange. Guck mal. Nein, geht nicht. Okay, wir sollten ohnehin erstmal zurückgehen, ne? Ja, da kommen wir im Moment noch nicht ran.
Okay, wir sollten ohnehin erstmal zurückgehen. Weil hier ist. Oh, hier, dabei fällt mir gerade auf. Ich habe nicht darauf geachtet, ob hier noch irgendwelche Objekte sind. Ah, schlecht. Na, sieh mal an. Was war das und das? Handybatterie und ein Netz. Oh, mit dem Netz können wir das Ding hier reparieren. Wunderbar. Sehr cool, gefällt mir gut. Mehr können wir hier im Moment nicht machen. Ich gehe nochmal dorthin, weil mit dem Netz sollten wir doch jetzt da rankommen. Ja, genau, hier rankommen. Okay, aber es sieht nicht so. Das bitte auch. Kaputtes Handy. Okay. Und was? Ich brauche das Klebeband. Ja, dann nimm das mal. Oh, okay. So, natürlich. Cool. Klebeband. Super. Hier, du kommst erstmal da rein. Jetzt bin ich gespannt. So. Okay, also keine schwarzen Haare, sondern blond, vielleicht bräunlich. Irgendwas, aber eindeutig ein Mann, ne? Okay, was noch? Oh nein. Aber okay, Freya hat ein Foto von dem Täter gemacht und vor allen Dingen auch von noch einem Opfer. Das finde ich wichtig. Noch ein Opfer hat sie gesehen. Und dieses Opfer. Halt, ich will mich erst umgucken, ob wir hier Sammelobjekte haben. Hier nicht. Da nicht. Und hier kommen wir erst gar nicht ran. Okay. Wenn es hier eins gab, haben wir es verpasst. Ja, vielleicht können wir diesem anderen Mädchen, Frau, da noch helfen. Katsching! Ding Dong! Keiner da. I'm Moin. Arthur Moritz, the city's mayor. Do you have information about the missing girls? Woher weißt du, dass ich nach denen suche? Oh, you think someone killed Freya? Have you found any proof? Das Telefon. Ist das gut, wenn wir ihm das geben? Ich meine, der Bürgermeister steht immer noch über der Polizei. Also zumindest ist der Polizeichef dem Bürgermeister Rede und Antwort schuldig. Aber ist das so gut, wenn wir ihm das geben? Ich würde das lieber einem Polizisten aushändigen. Na, ich muss wohl. Thank you. I'll give this evidence to the Chief of Police. Können wir uns darauf verlassen? Please bring me any other evidence you find. Ich finde es gerade verdächtig hier. Okay. Was ist denn da? Danke für den Tipp. Was versuchst du mir? Habe ich etwas übersehen? Ja, ganz offensichtlich. Ach, guck mal hier. Autoschlüssel. Was ist das hierfür? Tatsächlich. Ui, okay. So, was soll ich denn hier machen? Stell das Bild wieder her, so viel links vorgegeben. Bewege die Schieber, um die richtigen Runen zu platzieren. Achtung, bewegst du einen Schieber? Oh nein, das ist nur die. Übertreibt es ein bisschen damit. Okay, so, du kommst dahin. Warte mal, und das ist jetzt richtig? Kaum. So. Du musst dahin. Und du musst. Okay. Du musst hierhin und du musst dahin. So. Oh, noch eins. Okay. Du kommst dahin. Cool. Du kommst dorthin. Du kommst dahin. Ah, passt schon. Okay, gut. Noch eins. Du dorthin. Ihr beide seid schon richtig. Das ist cool. Ah, das war nicht gut. Machen wir es so. Und du kommst dahin. Na? Jetzt. Okay, cool. Breche in das Auto des Täters. Naja, was haben wir denn da? Eigentumsbescheinigung. Hiermit bestätigt, dass sich ein Quadratmeter, Kilometer Landfläche Privatbesitz ist. Unerlaubtes Betreten des Grundstücks ist verboten. Bürgermeister von Hallstatt, Arthur Moors. Bestätige ich, dass die 1 Quadratkilometer Landfläche. Es steht nicht darauf, welche Parzelle das ist, wo das liegt. Das hier reicht noch gar nicht. Da braucht es irgendwie eine Absperrung oder dergleichen. Was ist das hier für ein Unsinn?
Okay, du hast eine Notiz gefunden. Das ist zwar cool, aber... Ah, sieh mal. Cuttermesser. Oh, das kann ich sehr gut gebrauchen. Aber das A kommt hier hin. AMH. Okay. A. Okay, das zuerst, dann das A und jetzt das H. So. Vielen Dank. Antenne. Hä, wo kommt die denn hin? Wir müssen hier noch einbrechen, ne? Ja, ich brauche einen elektronischen Schlüssel. Wir müssen hier noch einbrechen. Irgendwas ist an dem Bürgermeister komisch. Irgendwas ist da schräg. Komme ich denn hier schon ran? Vielleicht mit der Zange? Nee, ich brauche den Schlüssel. Irgendwas, ich weiß auch nicht, was ist. Irgendwas stört mich da. Hm. So, warte mal, Cuttermesser, wo war das noch? Und Antenne. Mit der Antenne können wir da hinten vielleicht den Bereich öffnen. Aber was war hier mit dem Cuttermesser? Hier war nur der, ja genau, nur das, okay. Hm, die Krähe, was braucht die Krähe denn? Hallo? Ne? Möchtest du was Glänzendes? Hm. Das hier glänzt auch. Hm. Nein? Okay, gut, weiter. Hier, da sollten wir rankommen, ne? Ja, das funktioniert. Sehr gut. Ding, tüt. Jetzt kann ich weitergehen. Möchte ich das denn auch? Oder habe ich hier, da unten muss ich noch was ausgraben? Finden wir aber im Moment noch nicht. Okay, gut. So, betrete das Privatgrundstück. Das ist das Privatgrundstück, das da gerade, von dem gerade die Rede war. Hm. Und wir brauchen auch wieder die Brille. Oh nein. Es sind zwei? Nee, das ist dasselbe, ne? Doch, es sind zwei. Oh Gott, dieses Monster bringt Mädchen um und vergräbt sie hier. Oh nein, bitte. Wie kann ich diese Büsche strimmen? Nicht mit dem Cuttermesser, ne? Nee, natürlich nicht. Okay, erstmal hier. Dafür brauche ich einen sehr speziellen Schlüssel. Okay. Wer kann mir helfen, diese Stämme durchzusägen? Puh. Tja. Hier. Oh, hier. Du wirst sterben. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Geisterschlüssel. Das nehmen wir auch noch mit. RIP. Kaputte Strickleiter. Ach, wie schade. Wer oder was ist hier vergraben? Was oder wer? Wieso was? Wieso was? Das macht mich nervös mit dem was. Kitty! Ja! Etwas am Hals der Katze glitzert. Ja, vor allen Dingen sollten wir ihr helfen, oder? Obwohl Katzen, die kriegen das schon hin. Ja, zack. Jetzt kann ich die Suche fortsetzen. Ja. Okay, hier haben wir ein Chamäleon-Objekt. Na, was mag es wohl sein? Ich sehe, da hat sich was bewegt. Okay, alles klar. Hammer. Haben wir am Start. Jawohl. Sieh die Sammlung an. Das ist doch... Wer ist diese Frau? Etwas fehlt hier. Eine Marke. Hm. Was ist das hier für ein Ort? Was wurde hier getan? Ich brauche eine Glühbirne. Das Licht wäre gut. Ja, allerdings. Das da nehme ich mit. Da ist ja die Glühbirne. Und hier mit dem Cuttermesser kommen wir da schon ran. Okay. Dosenfleisch? Dose Katzenfutter tatsächlich. Okay, die Kette können wir nicht mitnehmen. Aber hier, du kommst erstmal da rein. Yay! Und wimmeln! Yes! Okay, so, ein Besen. Ein, was ist das denn hier? Hier, guck mal, noch ein System von Wimmeln. Das ist ja geil. Wir kriegen hier alle, wir kriegen sie alle. Die nehme ich auch gleich mit. Weil hier in dieser Art Wimmelbildsystem ist es so, du sammelst diese Dinge, die hier als Schatten dargestellt sind, kannst die dann aber später wieder benutzen. Ich nehme an, zum Beispiel der Besen, hier, da, siehst du? Und dann an den nächsten Gegenstand zu gelangen. Ziemlich cool. Säure, vielleicht hierfür? Nee, nicht dafür. Okay, so, die Batterie fehlt. Das brauchen wir nicht. Hier, ich muss die Kiste aufhebeln. Geht da nicht die Säure? Hm, geht nicht. Aber das da können wir mitnehmen. Und hiermit können wir vielleicht... Jawohl. Finde drei Objekte in 3 Sekunden. Ich freue mich auch. Ich könnte mich nicht mehr freuen. Nein, das ist nicht dafür. Okay, so. Ich muss das Paket aufschneiden. Mit der Schere.
Super, haben wir. Das ist die Batterie hierfür. Nehmen wir mit. Und was ist hier angeschraubt? Bohrer. Warte mal, Dirke. Nee, nicht dafür. Obwohl, das wäre doch dafür perfekt geeignet. Na gut, denn nicht. So, wo haben wir was? Wo haben wir das nächste? Keine Chance. Maul. Ich muss die... Ach so, Löcher da reinbohren. Okay. Ja. Wenn das Ziel war, da was abzulassen, wäre es unten gut gewesen. Naja, naja, gut. Da, guck mal, ich muss das Rad entfernen. Ah, geht das hier mit dem? Ja, das geht. Okay, cool. So, und jetzt den Griff da drauf. Nicht? Oh, ach so, ich kann es erstmal nur mitnehmen. Stiel. Muss ich den irgendwo reinschraub zwingen? Die Säure hierfür? Nee, hat mir schon ausprobiert, ne? Ich muss etwas in diesen Becher füllen. Die Säure. Warum? Was wird denn daraus? Noch mehr Säure. Okay. Oh, gut. Yes! Dich nehm... Achso, halt. Du kommst erstmal da dran. Und du kommst da dran. Und dann nehme ich das mit. Yes! Finde 5 Objekte in 5 Sekunden. Und dann hier. Und dann nehme ich dich mit. Super. Okay. Rostige Machete. Die müssen wir noch irgendwo schleifen, ne? Habe ich was zum Schleifen bei? Nee, habe ich nicht. Okay, hier komme ich jetzt nicht mehr ran. Was ist das denn da? Eine Münze. Oh, die Katze hatte die Hälfte davon am Start, ne? Ja. Machete, so geht das vermutlich noch nicht, ne? Doch, es geht. Obwohl sie rostig ist. Ach was. Hä? Lass den Biber nicht aus dem Garten kommen. Drücke die grüne Glasfläche, um sie auszutrocknen. Der Biber wird nicht über trockenes Gras gehen. Okay. Shit. Ich hab's falsch gemacht. Ah, nein. Ja. Okay, leider verloren. Okay, probieren wir es nochmal. So, also hier ist erstmal ein guter Plan. Ne? So weit, so gut. Hier, wo hätten wir es denn gern? Dahin. Mist. Ja, ist schon vorbei. Okay, wie kann ich ihn denn... Okay, nehmen wir erstmal den. Vielleicht kommen wir hier besser voran. So. Okay. So. Yay! Wir haben einen Biber. Biber! Hallo. Gut, Katzenfutter. Ich nehme auch an, wir werden die Strickleiter erstmal reparieren müssen, bevor wir oben an sie rankommen, ne? Halt, warte mal, der Biber, der ist doch gut im Holznagen. Wow. Ja, der hat's echt drauf. Meine Güte. Okay. Sieh an. Dinge, Dinge, Dinge. 1 von 3. Was ist das Lilien-Emblem? Oh, halt. Und hier, die Dose können wir öffnen. Cool. Fump. Yes. Das sieht aber nicht sehr appetitlich aus. Hier, komm. Kitty, 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 kitty. Ach, die sind ja noch. Meine Güte, die ist ja völlig ausgehungert. Okay, 1 von 2 haben wir schon mal. Na, no, lass es dir schmecken, Kleines. Okay, so. Hier, da kommt doch die Lilie dran, ne? Genau. Was sich da so alles befindet? Die Marke. So, und mit der Marke? Ja. Finde das Versteck des Mörders. Was haben wir denn hier? Finnmes Haus, Keller. Oh nein, oh nein. Oh, so viele. Oh mein Gott. You should have stayed out of this. Oh. Goodbye. Folge dem Täter. Das war knapp. Freier hat mich gerettet. Ja, aber echt, ey. Boah. Und vor allen Dingen weiß er jetzt, wer wir sind. Das ist nicht gut.
Das ist gar nicht gut. Die Explosion hat das ganze Gebäude so gut wie zerstört. Ich hoffe, wir haben ihr nichts verpasst. Aber sie frisst hier ganz in Ruhe weiter. Okay, na gut. So, Brücke, folge dem Täter. Graue Haare. Das ist der Bürgermeister. Repariere die Brücke. Er ist auf der anderen Seite. Ich muss ihm folgen. Okay, es werden Wetten angenommen. Wer glaubt noch, dass es der Bürgermeister ist? Okay, erst bin ich von schwarzen Haaren ausgegangen. Gut, dann die auf dem Mobiltelefon gräuliche Haare und der Typ da eben. Auch die Statur passt so dazu. Kehre zum Polizeirevier zurück und überreiche die neuen Informationen. Nee, das will ich gar nicht. Außerdem haben wir ja gar keine Informationen gesammelt. Ich nehme erstmal das Brett da mit. 1 von 3. Hier brauche ich einen Schlüssel. Ich brauche einen Schlüssel. Der war mir von Anfang an suspekt. Ich könnte ihm Unrecht tun, aber... Oi, das war nicht gut. Der Mechanismus braucht mehr Teile. Und ich muss das Feuer löschen. Und zwar schnell. Ich wette, es ist der Bürgermeister, ey. Guck mal hier, da ist sogar... Ja, also wenn das kein eindeutiger Hinweis ist, dann weiß ich es nicht. Polizeikommissarin, Stellungnahme. Der Träger dieses Passierscheins hat zugehängt zu jeglichen Räumlichkeiten der Hallstätter Polizei. Ausgestellt von Hauptkommissar Walter Weinmann. Okay. Also sehr unvorsichtig. Ich glaube auch nicht, dass das jemals jemand bei der Polizei machen würde. Auch kein Hauptkommissar. Du hast eine Notiz gefunden. Ja, allerdings. Okay, Schlüssel. Es kann doch keine Eisenkette. Ja, okay. Haben wir aber auch nicht, ne? Ne, haben wir nicht. Und da unten ist etwas. Warum kann ich nicht fliegen? Ich kann aber auch nicht einfach springen. Hier werden wir die Strickleiter benötigen. Ja, aber dazu brauchen wir noch ein Brett. Da, guck mal, das nehme ich mal mit. Sehr gut. Yes. Du hast einen neuen Ordner gefunden. Oh, warte mal. Sollten wir das mal törichte... Was? Törichte Totengeschichten? Hieß das wirklich so? Also, das haben wir gelesen. Akte 2. Gescheiterter Versuch. Ein junger Dichter, tief verzweifelt wegen unerwiderter Liebe, versuchte sich mehrfach das Leben zu nehmen. Er hatte jedoch auch damit keinen Erfolg. Schließlich hatte er es fast geschafft, sich in einem Fluss zu ertränken, doch ein Fischer rettete ihn und brachte ihn ins Krankenhaus. Es ist ein Zeichen, ich möchte leben, sagte er und starb eine Woche später an einer Lungenentzündung. Oh, das ist... Oh, nein. Oh... So, Akte 3. Die Einbären-Selfie. Niemals eine gute Idee. Eine junge Frau versuchte in einem Zoo ein Foto von sich und einem Eisbären zu machen. Sie drang in das Gehege ein und legte dem Bären einen Blumenkranz um den Hals. Der Bär mochte diese Art von Aufmerksamkeit keinesfalls und aß die Frau zum Mittag. Ja. Akte 4. Ein Sprung ins Grab. Ein betrunkener Athlet kam eines frühen Morgens in einem verlassenen Schwimmbad an. Obwohl er ein professioneller Springer war, bemerkte er nicht, dass kein Wasser mehr in dem Schwimmbecken war. Sein letzter Sprung war eben dieser in ein leeres Schwimmbecken. Okay. Akte 5. Russisches Roulette. Ein alter Bauer grub eine Landmine aus seinem Grundstück auf seinem Grundstück aus. Es war gerade... Nee, was? Hä? Ich kann nicht mehr lesen. Er war gerade auf dem Weg, die Mine zu der Polizeistation zu bringen, als er einige Freunde traf, die ihn auf einen Absacker einluden. Der Bauer platzierte die Mine unter dem Tisch. Nach ein paar Stunden begannen die Freunde darüber zu diskutieren, wer nun an der Reihe war, die nächste Runde auszugeben. Der Bauer schlug vor, dass alle nacheinander auf die Landmine treten sollte. Derjenige, der es schaffen sollte, auf die Mine zu treten, ohne sie zum Explodieren zu bringen, würde die nächste Runde für die Freunde ausgeben. Diese Diskussion war schnell vorbei und sie starben als beste Freunde. Wie dumm ist das denn? Wir machten sowas. Also ehrlich, weißt du... Da ist es wirklich dumm. Ist sowas passiert? Bestimmt, ne? Es gibt garantiert jemanden da draußen, der sowas macht. So, also, wir sollen zurückgehen zur Polizeistation, ne? Sehr gerne. Ne, halt nicht hier. Da. Und wir sollten... ich will es erstmal probieren. Moment. Ne, das geht nicht mehr.
So, drin sind wir. Jetzt kann ich ins Polizeirevier. Wo sind denn alle? Ich dachte, dass das Polizeirevier voller Polizisten wären, die damit beschäftigt sind, die Stadt zu schützen. Anscheinend sind alle unterwegs auf der Suche nach dem Mörder. Dabei sitzt der Mörder direkt vor deren Tür. Hauptkommissar, das ist er. Und da kommt das Bild der Stolz unserer Stadt. Ja, also ich habe so den Verdacht, es ist der Bürgermeister, aber vielleicht werden wir auch nur einfach in diese Richtung gelenkt. Aber wir müssen noch die Rolle des Hauptkommissars herausfinden. So, hier, was haben wir denn da? Ui, guck mal. Zack, haben wir zufällig dabei. Oh je. Ups, das wollte ich nicht. Finde alle Chamäleon-Objekte, um die Suchleiste freizuschalten. Sehr gerne. Das da. Das hier. Da und da. Da ist nichts hier. Überall, wo sich was bewegt. Ne? Einen haben wir noch. Mindestens einen. Ne, zwei haben wir sogar noch. Ja? Ne. For sale? Nö. Was bewegt sich denn noch? Da ist nichts. Ich sehe gerade nichts, was sich bewegt. Es wird sich doch regelmäßig bewegen. Das Licht flackert, das zählt nicht. Die Uhr tickt auch weiter, das zählt auch nicht. Oder? Nein, zählt nicht. Okay, wo haben wir da noch zwei? Hier, da unten. Und du bist es auch noch. Okay, alles klar. So, die Uhr sollen wir finden. Diese Uhr? Ne, zwei Uhren. Okay. Gut, dann Trinkbecher. 1, 2. Dann USB-Sticks. 1 und 2. Fingerabdrücke. Da und da. Schlüssel. Oh, Schlüssel habe ich noch gar keinen gesehen. Schlüssel habe ich noch gar keinen gesehen. Key. Da ist ein Key. Und da sind auch noch Keys. So, was ist das? Lupen wahrscheinlich, ne? Eine Lupe, zweite Lupe. Notizblöcke. Da ist einer und hier. Und Patronen. 1 und 2. So. Und die Codenummer. Yes. Kombination. Sehr gut. Hier haben wir auch noch ein Objekt. Das da. Ja. Ja, du hast ein neues Chamäleon. Ich weiß, ist das nicht aufregend? Okay, was haben wir denn hier? Das hier ist der Code? Fragezeichen? Ist er nicht. Es muss eine bessere Möglichkeit geben. Schon wieder eine Kombination. Warum lassen sich der Polizist nicht etwas Neues anfallen? Jeder Dieb kennt diesen Trick. Was denn für ein Trick? Upsi, irgendwas mit Puder oder so? Hier, da ist aber dieser Code. Ja, hier ist er. Okay, 4, 1, 8, 6, 0. Schließe 10 Minispiele ab. Jawohl. Das nehme ich mit. Und was ist das? Eine weitere verschlossene Kiste. Eine verschlossene Kiste in einer Kiste. Nicht so schnell. Mit meinen Fingern kann ich das nicht öffnen. Tja, zu blöd, ne? Ja, das können wir auch nicht mitnehmen, das schicke Tuch. Na gut, wir schauen weiter. Oh, hier, ja, das ist gut. Und dich nehme ich auch mit. So, wir können erstmal die Trittleiter reparieren. Wunderschön, ich weiß. Wie komme ich da hinten ran? Ich brauche etwas sehr Langes, um an den Schlüssel zu bekommen. Oder etwas Kurzes, Klebriges. Was? Ich nehme an, der Regenschirm geht nicht? Nein. Was meinst du mit etwas Kurzes, Klebriges? Was? Okay, da komme ich nur wieder dahin zurück. Es wird jetzt ein laufbarer Ader, ne? Da geht's nur hier hin. Ja, mehr haben wir gerade nicht. Warte mal, ich gehe noch mal in die nahen Sichten, um zu gucken, ob da... Nee, hier ist nichts. Da ist nichts. Und hier ist auch nichts. Ich habe nur geguckt, ob die sich öffnen. Okay, aber ist in Ordnung. Genau. Hier können wir immer noch nichts machen. Hier sind wir durch. Da können wir... Kann ich hier mit dem... Hau drauf. Nein, machen wir nicht. Mit dem Regenschirm. Haben wir hier... Ach ja, den Bären haben wir hier noch. Und die Tröte haben wir auch noch.
Obwohl, warte mal, die Tröte. Moment. Kann ich das nicht so machen? Das kann ich so machen. Okay. Wow. Das hätten wir früher lösen können, ne? Direkt ans Ohr gepimpt. Doch. Ich brauche etwas, um dort ranzukommen. Sehr gerne. Wunderschön. Ein Helmemblem. Ach du liebe Zeit. Okay. Mit dem Regenschirm hier drin rumzustochen ist vermutlich keine gute Idee, ne? Nein, ist es nicht. Okay, gut, dann weiter. Hier brennt es immer noch. Was soll ich hier eigentlich machen? Wer oder was ist hier vergraben? Nee, kann ich nicht beiseite schieben. Nun gut. Und hier, da oben. Da kommen wir ran. So. Fump. Na, dann mal her. Den Schlüssel. Da ist aber noch was, ne? Irgendwas muss hier noch sein. Zu dunkel, ich kann nichts erkennen. Oh, da ist noch etwas. So, erstmal hier den Schlüssel für den Gabelstapler. Zack. Oi. Oh nein, du bist verdammt. Oh nein. Oh, das tut mir so leid. Hier fehlt ein Griff. Aha. Da holen wir einfach den Regenschirm rein. Nee, geht nicht. Was? Lötlampe. Oh, vielleicht hier für die da? Jawohl. Na, siehste. Wenn's läuft. Okay, und hier fällt ein Helm. Ja. Schalthebel. Ist das der schon hier für ihn hier? Ja, tatsächlich. Okay. Und was haben wir hier? Das ist sehr verschlossen. Ich muss es öffnen. Ja, leider habe ich aber nichts mehr dabei zum Öffnen. Zu blöd. Wir können immerhin hier hingehen. Die Katze, ne? Du lässt das alles hier völlig unbeeindruckt. Das Haus brennt auf seine Grundfesten nieder. Die Explosion zuvor, egal. Kitty ist gerade beschäftigt. Nerv mich nicht, ich mache hier gerade was anderes. Okay. Ah, der Elefant. Und wo immer wir auch den Schmetterling nutzen können. So, hier, dann lass uns mal den Elefanten da dran stopfen. So. Ah, interesting. Was hat das denn hier im Haus zu suchen? So, aber hier sind wir jetzt wirklich durch, ne? Mutti geht's gut. Sollte mir nicht vielleicht ein Kissen bringen oder so? Ah, damit sie es ein bisschen bequemer hat. Weiß ich nicht. So, das war doch hier. Nee, nicht das. Das. Okay. RIP. Oh nein. Rest in peace. Oh meine Güte. Oh. Okay. Kleiner Laufmarathon. So. Rest in peace. Oha. Ein Helmemblem. Fantastisch. Das brauchen wir hier drüben. So, okay, aber das mache ich erst gleich. Gib mir einen kleinen Augenblick. Ich bin sofort im Moment wieder für euch da. Bis gleich.